Aber du musst ja irgendeine Kon. Ach, dann sind die identisch. Sonst. Genau. Ja, okay. Ja, macht irgendwo Sinn. Na, wenn du nicht Vertical Targeting nimmst, hast du, glaube ich, 0 Meter vertikale Konvergenz. Dann schießen die wirklich praktisch geradeaus, vertikal. Hast du irgendwas eingestellt da, oder? Ich habe vertikale Konvergenz und 250 Meter. Ah, okay. Unten. Oh, Flak. Flak schießt hinter mir. Oder unter mir, ja. Ah, ich sehe eine Kiste unter mir, ist ein Doppeldecker. Okay. Den gehe ich mal an. Ja. Ich gucke einfach mal, was du machst. Ich gehe ihn an. Oh ja, tatsächlich. Geht hoch. Weg ist er. Oh, oh, das war KI. Ja. Weil wenn die so einen Namen in eckigen Klammern haben, ist das KI. Ja. Haben wir auch Max und Leo. Schöner Name. Das ist, glaube ich, noch ein weiterer hier. Siehst du dort die Flak feuern? Ja, oh ja, da ist es gesehen auch. Da sind noch, da kommt jetzt die Bombe auch drüber gezogen. Ja, Victor. Hab ihn angeschossen, aber er fliegt noch. Da ist noch ein zweiter, ist das? Ah, das ist ein eigener Doppeldecker. Ja, dem ein paar Treffer mitgegeben, aber nix. Ja, ich komm jetzt auch wieder rein. Was soll auch passieren bei 50 mm in Sternmotor? Boah, bei den Doppeldeckern bringen die schon was weiter. Hat was verloren? Irgendwas hat, ja, er trudelt, geht runter. Geht runter, ja. Dem habe ich, glaube ich, was vom Höhenleitwerk geschossen. Sah so aus. Oh, ich sehe hinter uns einen Kontakt unten bei den Bodenzielen, da strafet irgendwas die Bodenziele. Ich gehe gerade über Rolf, ich glaube, ich überfliege dich gleich. Ja, wenn du schaust. Ja, ich ich fliege auf den Kontakt zu, ist ganz tief bei siehst unseren du den Bodenzielen. An der Wolke, am äußeren Ende, ist gerade... Ja, Victor. Aber ich gehe mal auf den Kontakt unten, das sind zwei sogar. Ich glaube, wir müssen mal unsere Bodenziele beschützen. Ja, ich folge dir mal, bis ich was sehe, dann... Das ist ein Doppeldecker, der da reinkommt, oben. Ah ja, ich sehe den, ja. Gibt Flak. Unten bei den Bodenzielen zwei Doppeldecker. Ich sehe nur einen. Einer fliegt gerade eine Kurve, der andere ist relativ gerade. Ach ja, tatsächlich, okay. Eine Pro 2. Gut, die gehe ich doch mal gleich an. Ich gehe runter auf die PO 2. Ein Anflug, mach noch einen. Geh auch mal drauf. Ich bin gerade im Unterstützen. Boah, Gunner hat mich erwischt. Ich rauche. Geh du mal drauf, wenn du kannst. Ah, ich sehe dich. Hab ihn brennend geschossen. Schön. Ah, er hat meinen Motor erwischt. Ich muss zurück. Ah. Hill Assist, ja, okay. Vielleicht wieder hoch und versuch den anderen Jäger. Ja, ich bleib da niedrig. Da kommt was rein, pass auf. Ja, ich seh's. Jetzt auf ihn ein. Das ist ne Lack, so wie es aussieht. Ja, Lack 3. Stalled ist weg. Ja. Idiot. Toll. Na gut, so lass mein Idiot machen. Ne? Für da, oh, da wird beschossen. Für das, was es ist, ist es echt nicht gut. So ein 109 Abklatsch. Was ist das denn für ein Ding? Noch eine Lack.
Der Lack. Biegt sich eher wie ein Backstein. So. Ja, aufgesetzt. So, wunderbar. 30 Sekunden. Ha! That's what you get. Ach ja. Lass mich raten, Feuer aus. Nee, geht hier lodernd herunter. Bam. Tschüss. Oh, ach ja, das ist doch Salbung für die wunden Äuglein. So, ich komme jetzt mit vollem Karacho den ganzen 350 km/h, die diese Kiste anscheinend drauf hat. Boah. In Richtung Front. Wahnsinn. Der Mount of Flak ist damn high. Too damn high. Ja, too damn high. Oh, oh, oh. Das ist nicht schön. Das ist ja wohl ein Witz. Okay, dann gehe ich etwas höher. Ja. Ich habe direkt vor mir jetzt über dem Wald einen Kontakt, den ich jetzt mit Ach und Krach noch sehe. Fliegt sehr langsam, ist definitiv irgendein Doppeldecker oder so. Kann vielleicht eine weitere Po sein. Schauen wir mal an. Was haben wir denn in unserem Team? Henkel 51, Falco und meine 200 kurft jetzt. Was ist es denn? Bommelwirbel? Ah, ist eine Po, oder? Ah. Ja, dann ist eine Po. Na dann drauf mit Gebrüll. Ja, Gunner trifft mich natürlich schon. Das ist Schwein hier. Arschlöcher. Der Klassiker. Winkel. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich krieg unheimlich viele Kills in War Thunder mit einem 90 Grad Winkel irgendwo drauf. Ja. Etwas, was sozusagen in Clips oder BOS. Ah, schön. Hat der irgendwas getroffen noch? Nee. Einen Treffer mit dem MG kassiert und das hat mich dazu veranlasst, nicht auf der toten 6 reinzukommen. Gute Wahl. Ja, ich weiß nicht, den War Thunder oft, wenn man aus einem 90 Grad Winkel schießt, dann reicht ein Treffer und die Kiste brennt und platzt, als wäre sie der Hiroshima-Explosion ausgeliefert gewesen. Ja, und wenn du ja von der toten 6 schießt, dann schlucken die einfach die Treffer. Ja. An die Stalin-Stahl-Streben. Ja. Kennt man ja. Fallen einfach ab vom Stalinium. Oh, gewonnen. Oh. Ja, das war der letzte. Anscheinend ist die Lacke crashed. Ach, schön, aus Mitleid wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ertragen. Leos, die sie umgebracht haben, diese Runde. You have opened the battle trophy. Ich habe jetzt auch die PO2. Oho, da muss ich jetzt aber die Gegenseite wirklich in Acht nehmen. Ja, mit diesem heißen Teil. Das ist ja wohl ein Witz. Ich habe gerade einfach 3000 Research Points gemacht für die Tortellini-Kiste hier. What? How is this even? Ich habe 2000 oder was gemacht. Oder nichts machen. Ja, okay, ich habe einen Abschuss, aber. Und einen Assist. Okay, ja, doch, macht Sinn.